Hallo und herzlich willkommen zurück in Schönsichtingen und das hier heute mit der Familie Arthur Wandervogel. Und ja, wir sind bei Sims 2. Und ja, die Familie Arthur Wandervogel mit seiner Frau der Beatrix, seinen drei Kindern Georg, Wulf und Xenia und seinem, ja, man sagt eigentlich Stiefvater Armin Sims. Er ist ja einer der Sims quasi. So, Georg hat die Krippe, die drei Kids sind natürlich noch an der Schule. Es ist Montagmorgen, Arthur ist auch auf der Arbeit und Beatrix macht irgendwas. Ja, sie hat heute frei. Okay, so, wo sind die beiden, die hier sind? Also hier haben wir einmal Beatrix, die ist wie gesagt, ist frei. Sie hat ihren Platin-Level auch geschafft und Arthur hatte den jetzt auch geschafft. Der wollte Bildungsminister werden. Somit habe ich jetzt drei Erwachsene mit Platin-Level. Yay! So, was machst du jetzt? Okay. Das kannst du dann auch mal, warte mal, hier aufräumen, recyceln. Oh, und vielleicht das hier mal mit reinbringen. Und hier kriegen wir, glaube ich, gerade Post. So wie es aussieht. Das können wir dann nochmal die Post holen. Okay. Wer ist das? Verona Tamburin. Wer ist eigentlich unsere? Dagmar Pertino ist unsere Postbotin heute gewesen. Okay. So, Beatrix, was mache ich denn dann mit dir? Wie alt bist du eigentlich? Du bist in 3 Tagen bist du Knacker. Das könnten wir bei dir eigentlich so machen, dass du jetzt die Urlaubstage nimmst und dann in Rente gehst. Ja. Dann hast du Musik und Tanz. Armin geht mal ans Telefon. Genau, super. Wer ist denn dran? Nee, Arthur ist nicht da. Arthur haben wir ja auch noch in die Zone geschafft. Ja, also das hat er ja auch noch hingekriegt, der Liebe. Und ich muss mal ganz kurz hier nochmal schauen, ob irgendjemand noch was bekommt. Ah, unsere Kleine, aber die, das bekommt sie. Sie wird ja heute zum Teenie. Yay! So, Armin, was mache ich denn mit dir? Du könntest mal so ein paar Freundschaften noch erhöhen hier. Guck mal, du kannst mal deinen Sohnemann anrufen. Komm, wir telefonieren mal heute ein bisschen mit ihm. Schneeflocke, oh, wir haben irgendwie Schneeflocke auch kennengelernt. Also Armin, ja, ich glaube, der war bei Lana, ja? Ach, und du spielst Musik, das passt auch ganz gut. So, dann probieren wir es mal mit dem. Mit dem Telefonieren. So, was habe ich gesagt? Stefan Sims? Nee, der ist nicht da. Okay, dann probieren wir das, den nächsten. Oder die Lana oder den Leonhard Köhler. So, Leonhard, da ist er. Auch nicht da. Meine Güte, die sind alle am Arbeiten. Dann versuchen wir bei den Jogier. Joe Gier, der ist ja Teenie, also der ist auf jeden Fall auch nicht da. Ja, mit dem können wir mal ein bisschen plaudern, damit wir wieder ja, uns befreunden. Es kann sein, dass das mal ein Arbeitskollege war, das ist möglich. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Er ist übrigens 78 Tagestrich Jahre alt. Und, jo. So ein, zwei Tage hat er noch, ne? Ich weiß gar nicht, was ich so mit ihm eigentlich noch so anstellen soll. Naja, gut, Beatrix. Beatrix, du kannst nochmal hier einmal duschen gehen. Und, ach, stell doch mal das hier aus. Komm, mach mal lieber selbst Musik, spiel mal oder so. Genau, das machst du aus. Warum gehst du nicht duschen? Hatte dich gerade irgendwas davon abgehalten? Oh, tschüss, Katharina. Katharina wollte eigentlich gerade doch gehen, oder? Ja. Hier seht ihr übrigens nochmal hier, das ist, ups, so runter. Das hier ist Patricia Wandervogel. Auch leider als Seniorin habe ich die gemalt. Oh, überall im Land und so weiter. Kanickelkalle, wie auch immer. Einen Bonus von 45.000 Simoleons. Ja, krass. So. So, sie spielt. Sehr schön. Wow. Wir haben jetzt fast 300.000 hier. Das ist ja echt krass. Also bei dir würde ich jetzt fast auch sagen, du bist, wir sind 4 Tagen Knacker.
Okay, dass wir dann auch, keine Ahnung, auf jeden Fall deine 2 Urlaubstage nehmen und dann kannst du auch du in Rente gehen. Für mit 300.000 brauchen wir das echt nicht mehr so alles hier. Okay. Weil dann können die sich um alles hier kümmern, im Haushalt und so. Und die Kinder, die bauen wir dann mit allem Möglichen auf. Oh. Ach Gott, wie süß. Guckt mal. Ach Gott, das finde ich jetzt irgendwie total putzig. So, wartet, ich muss mal ein bisschen weiter rüber. So. Das finde ich ja irgendwie total putzig. Ja, die machen zusammen Musik. Das ist doch echt cool. Ich muss da echt ein Foto machen von. Wolf hat eine Schulfreundin mitgebracht und da kommt, ja, Wolf. Georg hat auch eine Schulfreundin mitgebracht. Okay. Ach, wie schön. Es regnet und überhaupt. Ich muss jetzt gerade noch mal wirklich gucken. Georg, der geht gerade nach oben. Oh, mit Beatrix hast du dich super gut verstanden und mit Sandra Tüller und der Wolf. Mit der Georgia am besten. Das wird noch irgendwann mal sehr interessant werden. Wer hier mit wem und warum und überhaupt. Okay. Hey, ihr zwei. Was macht ihr denn hier? Ihr quatscht über irgendjemanden. Hier da oben, das war einer der Steffen-Kinder. Okay, du gehst mal auf die Toilette. Und ich mach mal eure Hausaufgaben gleich hoch. Und du gehst runter und isst, glaube ich, auch erstmal was. Rest daneben. So, wen hast du mit nach Hause gebracht gehabt? Die Johanna. Und du hattest die hier, die Veronika. Ja, das sind beides nicht meine Sims. Ich kenne sie beide, weil die irgendwie immer wieder auftauchen. Was ist jetzt? Das sind deine Hausaufgaben. So, die bringe ich dir mal hoch in dein Zimmer. Und auch dem Wolf. Dir bringe ich das auch in dein Zimmer. So. Beide haben ja grüne Zimmer, ne? Das sind beide die grünen Männchen hier. Warum bist du nicht auf die Toilette gegangen? Verstehst, wer es will? Dann geh mal hier nach oben, bitte. Und dann kannst du erstmal deine Hausaufgaben machen. Und Wolf, der hat erstmal Hunger. Oh, Xenia rangelt sich mit den Klassenkameraden und so weiter. Sie kriegt auf jeden Fall einen Körperpunkt. Das ist sehr schön. So, Beatrix, jetzt würde ich mal so sagen, dass du mal ans Telefon gehst und eine Geburtstagsparty veranstaltest. Also einleitest dir. So, wen nehmen wir denn? Das hier ist. Jetzt muss ich echt überlegen, ist das ein Verwandter? Oh, verdammt. Nein, aber sie, Gerda, ist eine Verwandte. Alexander ist auch verwandt. Und alles andere ist schon ein bisschen blöd. Froni können wir zum Beispiel, Beatrix können wir einladen. Erik können wir mal einladen. Ich weiß nicht, ob die alle kommen. Aber okay. Wie, du kennst gar nicht so viele. Das ist krass. Boah. Okay, es kommen nicht alle Gäste. Das hätte ich jetzt fast auch so gedacht. Okay, haben wir. Genau, hier Müffelbuffet. Das stellen wir mal wieder hier nach draußen, wobei es eigentlich regnet, aber wir haben drin nicht so viel Platz. Und wer ist das? Alex Zenga. So, und unsere kleine Xenia kommt jetzt auch. Genau, Wolf, jetzt du darfst mal abspülen. Und vielleicht das hier auch noch mit abspülen. Donnert und piepset. Dann kannst du dich hier mal mit ihr ein bisschen unterhalten, Witz erzählen oder keine Ahnung, vielleicht ein bisschen abhängen. Gerda kommt und macht auch Musik. Wie schön. So, Xenia, vielleicht. Kannst du mal kurz gucken, ob du noch jemanden einladen möchtest? Wobei, was ist das? Stacy, wie süß. Vielleicht die Sabine Rader, aber. Ach, das ist doof. Die kennt nicht wirklich jemanden. Nee, ist okay. Ist okay. Wie mache ich das jetzt am dümmsten?
Okay, du kannst nochmal hier einen Teller Truthahn essen. Ich hole dir eine Torte. Und wenn du fertig gegessen hast, dann wirst du mal älter. So, Beatrix. Beatrix. Ja, hier rufen wieder einige an. Und eigentlich solltest du heute mal ein bisschen telefonieren. Genau. Das machen wir jetzt mal kurz. Hey. Auch Adwa ist nach Hause gekommen. Du darfst mal direkt mal kurz duschen. So, was bringt sie denn an? Chips oder sowas in der Art und... Leg's halt auf den Boden, ne? So, nach dem Essen darfst du die Kerzen ausblasen, meine Liebe. Oh, Moment. So, jetzt versuch jetzt mal deinen Sohnemann anzurufen. Ah, super. So, ich muss mal wirklich so ein bisschen anpeilen. Nee, runter, runter. Runter. Ah, ich finde jetzt den Weg für rechts und links. Runter, das ist runter. Ja. Ja, unsere kleine... Ja. Xenia. Ich muss immer sagen, wir haben noch eine Wandervogel, die verwechsel ich immer mit der Xenia. Und die sehen sich auch noch ziemlich, ziemlich ähnlich, muss ich gestehen. Naja, gut. Ach. Warte mal, da muss ich mal gerade was gucken. Seid ihr miteinander verwandt? Eigentlich schon. Also das ist Xenia Wandervogel. Achso, ja. Und Wanda kommt von... Genau, das hier ist Wanda Wandervogel. Oh, wobei vom Gesicht her ist sie ein bisschen bräuner, würde ich jetzt sagen, als unsere Xenia. Nun gut. So, mal wieder viel los hier. Und Georg, wo bist du? Oh, der macht immer noch Hausaufgaben. Krass. Oh, du könntest dich dann mal mit Erik danach dann auf jeden Fall mal bekannt machen, weil du kennst ihn ja noch gar nicht. Aber es ist schön, dass er gekommen ist. Und eigentlich auch schön, dass die zwei da sind. Und... mit wem plauderst du eigentlich? Eigentlich mit einem der beiden, die hier da... Naja, egal. So, jetzt komm endlich mal. Komm, ich muss dich mal vom Essen abhalten, sonst wird das nichts mehr. Los! 18 Uhr ist schon wieder vorbei, dann sonst. Das klicke ich mal gerade weg. Und... Juhu! Ich mache nochmal ein Foto hier. Alle, Mann, alle Leute sind hier. Das finde ich wieder cool. Wir machen eine Party. Das finde ich ja so cool. So, Moment. Verdammt. Sie hat das gar nicht mehr so geschafft. Blöd, ne? Oh nein, sie hat aber auch diese... Die will ich dir aber nicht lassen, sonst verwechsel ich dich noch mehr mit Wanda. Also von daher, du kriegst gleich eine andere Frisur. So, dein Hobby ist Sport. Ach, noch eine, die Sport hat. Ich glaube, ich gebe mal wieder Romantik. Das habe ich schon lange nicht gehabt. Und du magst natürlich Fitness und aktiv oder sportliche. Okay. Und, ja, was magst du nicht? Ach, ich würde mal sagen, schwarzes Haar magst du. Sind deine Abtörner. Genau. Super. Sabine Rade mit? Nö, brauchen wir nicht mit altern lassen. Ich bin fast etwas traurig, dass dieser Abschnitt meines Lebens vorbei ist und so weiter. Sie ist jetzt ein Genie. Und hat auch noch die Grippe. Na toll. Warte mal. Ich wollte, dass du Erik anplauderst. Das fände ich jetzt noch ganz, ganz wichtig, damit du den kennenlernst. Weil du sonst nämlich keine kennst hier. Die zwei, so rein optisch, würden sie nämlich total gut zusammenpassen. So, hast du ihn angequatscht? Warte mal nochmal, ich check ihn mal ab kurz.
Es ist voll viel los hier, ja? Meine Güte. Wolf hat irgendwie durch irgendwas Kreativitätspunkt gemacht. Achso, der spielt hier hinten. So, Moment. Ja, guck mal, zwei Blitze, immerhin. Sehr schön. Ja, okay, dann gehen wir nach oben. Und ich würde aber trotzdem mal gerne von dir erstmal... Du gehst mal hier auf die Toilette. Und... Ach, verdammt, so. Und dann Aussehen ändern. Und dann müsste ich sogar ja auch nochmal hier... Absolute Katastrophe, warum denn jetzt das? Wie ist denn das passiert? Bis jetzt war doch alles gut. Blöd, oder? Ach, Leute. Das ist doch bescheuert. Blöd, echt jetzt. So, Georg, wie geht's dir? Achso, du könntest eigentlich noch ein bisschen Fußball spielen. Warte mal. Hier, Fußball spielen und der Wolf, der muss noch Hausaufgaben machen. Oh. Okay, jetzt kriegen wir erst nochmal eine neue Frisur für Xenia. Genau. Das, ja, wie gesagt, die Frisur hatte Wanda und deswegen wollte ich ihr einfach wirklich eine andere geben. Und, ich bin noch gar nicht sicher, was für eine Frisur. Ich habe hier so manche Frisuren, die ich echt häufig habe. Mal was Kurzes wieder mal. Die habe ich nicht so oft. Hm. Es gibt halt auch so die ein oder andere Frisur, die einfach furchtbar meines Erachtens aussieht. Die ich auch eben deswegen gar nicht so mag. Das ist, ne, sowas in die Richtung. Das wäre mal was ganz anderes. Hm. Was Kurzes, das hier ist auch hübsch. Das hier vielleicht. Das vielleicht könnte ich das hier dir geben. Oder mal das. Das habe ich ja, das habe ich sehr, sehr selten. Oder auch diesen Kurzhaarschnitt. Das ist ganz kurze. Das habe ich ja auch relativ selten. Oder mal sowas. Mm. Und das andere wäre ja immer mit... Keine Ahnung. Wir haben jetzt Sommer. Das kommt, glaube ich, auch nicht so gut, oder? Im Sommer, da müssen wir sowas in die Richtung nehmen. Nee. Okay, Moment. Warte mal, ich habe doch irgendwie sowas. Das fand ich jetzt eigentlich am hübschesten. Und ich muss gestehen, wenn sie das jetzt natürlich hat, dieser Bob, dann muss, dann ist der, ne, dann ist der immer. So, Ohrringe können wir dir aber noch mitgeben. Ja, warum nicht? Und schminken so ein bisschen um die Augen und vielleicht, tja, was grün, machen wir auch bei dir grün. Du hast eigentlich braune Augen und von daher würde irgendwas Dunkleres besser aussehen, ne? Sowas in die Richtung, ja, lass ich mal. Und da sie wieder auch Teenager ist, irgendwas Knalliges an Lippenstift. So, oder das sieht auch ganz gut aus, so. Perfekt. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Das Zimmer werden wir dann das nächste Mal noch umräumen. Und das ist sie. Yay. Unsere Xenia, die sieht wirklich doch so ganz fesch aus. Und das, was sie anhat, das finde ich schon cool. Das brauchen wir gar nicht umstylen. So, ich sage jetzt Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.